Ein Kreuzfahrtschiff. Ein Ort der Ruhe. Ein Ort, an dem man verwöhnt wird von erstklassiger Küche und perfektem Service. Am Nachmittag zum Tanztee und am Abend mit dem Kapitän beim Dinner sitzen. Doch auf dieser Reise ist alles anders. Dresscode schwarz, Jeans und Band-T-Shirt. Lange Haare sind kein Muss, aber gerne gesehen. Auf dieser Reise geht's um Schwermetall, Rockmusik und reichlich Bier. In der ersten Stunde haben wir 40 Fässer gebraucht. Wir rechnen die fünffache Menge an alkoholischen Getränken. Volle Beschallung fast rund um die Uhr. Mit über 20 Bands an Bord, darunter echte Metal-Legenden wie Doro. So familiär gibt es, glaube ich, nirgendwo. Das ist echt super. Wir machen hier kleine, edle Konzerte und keine großen Shows. Für diese kleinen, edlen Konzerte wird containerweise Equipment an Bord geladen. Über 120 Mann bauen hier auf und verwandeln das Schiff in eine schwimmende Open-Air-Bühne. Wir haben jetzt hier roundabout 100 Tonnen Zusatzmaterial für die Full Metal Cruise. Über 2000 Rocker auf einer Reise über das Mittelmeer. Das Schiff wird beladen mit Soundanlagen, ausreichend eine Kleinstadt zu beschallen. Heavy Metal rund um die Uhr, dazu ein paar Bier. Full Metal Cruise auf der Mein Schiff 1. Palma de Mallorca, 8 Uhr morgens. Im Hafen hat gerade ein Kreuzfahrer angelegt. Frisch zurück aus der Karibik geht es quasi nonstop weiter. Bis dahin muss tonnenweise extra Equipment an Bord verladen und aufgebaut werden. Hanno Mark ist einer der Hauptverantwortlichen. Managing Director nennt sich sein Job trocken. Tatsächlich überwacht und koordiniert er hier über 120 Mitarbeiter. Du weißt, wer die Steve Doring Gang ist, wer dazugehört? Ist das klar? Auf jeden Fall ist das das Letzte, was an Bord geht. Erstmal kommt der andere Kram. Was bei großen Open-Air-Veranstaltungen Wochen braucht, muss hier nicht mal 16 Stunden stehen. Die Full Metal Cruise. Ein ambitioniertes Projekt. Zieh die ran. Wir sollen arbeiten, die kosten Kohle. Du bist Profi? Mach Profi-Ansagen. Ich bin völlig entspannt. Alles gut. Aber ich rede immer so schnell. Wir haben jetzt hier roundabout 100 Tonnen Zusatzmaterial für die Full Metal Cruise. Das heißt Beschallungsanlagen, PA-Systeme, Beleuchtungsanlagen, Bühnensysteme und. Zusätzlich Merchandising, Zubehörkram für Büro und alles, was dazugehört halt. Das muss jetzt hier grundsätzlich auf Papier vorbereitet werden. Dann gibt es eine K9-Unit, eine Hundestaffel, die das grundsätzlich checkt auf explosive Stoffe und Drogen. Bauen ist gut, Kontrolle noch besser. Am Ende ist alles in Ordnung mit dem 2 Millionen Euro teuren Equipment. Die Full Metal Cruise 2 war innerhalb von 2 Stunden ausverkauft. Diejenigen, die eines der rund 2000 Tickets ergattert haben, checken nun ein und arbeiten erstmal am Image. Das erste Bier fließt bereits. Metal-Fans aus 10 Nationen stehen hier an, die meisten aus Deutschland. Roland Meyer hat außer Frau Patricia noch eine ganze Horde wild aussehender Menschen mitgebracht. Auf Festivals mit Freunden feiern, sein Ausgleich vom Berufsleben als Prozessadministrator. Also bei uns ist ja Premiere, wir kämpfen aber uns durch, alle Festivals in Deutschland. Und ja, jetzt probieren wir mal hier diese Metal Cruise aus. Wir wollten schon bei der ersten dabei sein, war leider ausverkauft. Wir beide haben uns beim Bierchen kennengelernt, wir waren alle im selben Hotel und ja, passt eigentlich alles. Den Rest haben wir im Flieger kennengelernt, hierhin, ja. Tolle Truppe. Metal ist eine Familie. Weltweit. Ja. Mal, wir holen mal ein Bierchen, ne? Ja, danke. Die Party startet noch vor dem Check-in. Für sein Hobby investiert Roland einiges. 2.800 Euro für die Metal Cruise zum Beispiel. Inklusive Ehefrau, exklusive Flug. Die ersten Instrumente und Bühnenteile haben es inzwischen an Bord geschafft. Kurze Pause für Managing Director Hanno. Die hält er mit Lutz Meiler, einem ebenfalls wichtigen Strippenzieher der Reise. Wenn Lutz sagt, das ist alles cool und so weiter, dann ist alles Bingo. Kennt ihr den hier schon? Das ist Lutz. Lutz, the master of all. Wenn alles läuft, habe ich den ruhigsten Job, den man sich hier vorstellen kann. Dann war nämlich die Planung im Vorfeld gut. Wenn dann irgendwas dazwischen kommt, was bei so einer Großveranstaltung immer mal sein kann, dann muss ich irgendwie mal kurz aktiv werden. Wenn es dann läuft, oder?
Vale, vale. Der Job auf dem Kai ist erledigt. Es geht rein ins Schiff. Drei Bühnen sollen bis zum Abend stehen. 120.000 Watt Soundleistung. Ah, und Mädels, wie sieht es bei euch hinten in der Casino-Bar aus? Oder ist da schon jemand? In der Casino-Bar verwöhnt sonst ein Pianist die Gäste. Es wird Baccarat und Roulette gespielt. Aber nicht auf dieser Reise. Das sind unsere Roulette-Tische. Roulette wird nicht gespielt. Wir brauchen Platz hier. Deswegen verschwinden die beiden Roulette-Tische hier vorne, um einfach mehr Fläche vor der Casino-Bühne zu haben. Und die bauen wir nachher ab. Glücksspiel war gestern. In 4 Stunden ist die Casino-Bar ready to rock. Weiter oben wird parallel das Pooldeck zur Hauptbühne umgebaut. Mit allerlieben fetten Sound. Auf dem Schiff gibt's nur die Light-Version eines klassischen Hardrock-Festivals. 262 Meter Länge, 32 Meter Breite und 53 Meter Höhe setzen die Grenzen. Ja, jemand, der sicherlich anfängt und schon mal was von Lautsprechern und Lampen gehört hat, wird sowas hier nicht sofort auf die Reihe kriegen. Halt. Das ist halt schon ein bisschen komplexer. Halt. Das ist ein ewig langer Prozess der Akkreditierung, des Briefings mit ganz vielen verschiedenen Stellen und ein sehr umfangreiches Projektmanagement, was halt dahinter steckt. Diese Sache bereiten wir hier zum Beispiel speziell, weil das erste Mal ab Mallorca operieren, schon seit Ende 2013 vor. Nichts ist perfekt, nicht mal die genaueste Vorplanung. Die Zusammenarbeit zwischen den spanischen und den deutschen Kollegen läuft gut, aber eben nicht perfekt. Yes, Sir. Sag mal, wir schieben hier diese Laderampe immer von der Mulde weg. Muss das? Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich kann es ja vor Ort mal klären, warum sie es machen. Ich sehe das eigentlich auch nicht als notwendig. Wir brauchen nur andocken und dann ist fertig. Manche Probleme lösen sich von selbst. Alles an der Rampe im Lot. Warum ist immer so viel Zeug, Mensch? Wir haben einen spanischen Bühnenbauer zum Beispiel, der uns oben auf dem Pooldeck die Bühne installiert. Wir haben diverse Servicedienstleistungen, die um das Schiff herum passieren, die auch hier von Mallorca halt kommen. Und bis jetzt muss ich sagen, irgendwie, ja, viele schimpfen auf spanische Verhältnisse, südländische Verhältnisse. Nö, ich bin ganz zufrieden, das funktioniert wirklich ganz gut. Wir müssen natürlich intensiv briefen hier und gucken, wie das geht, weil das machen die eben auch nicht, also gar nicht tagtäglich, was wir hier gerade machen. Und deswegen ist das halt natürlich schwierig mit jeder neuen Sache. Aber, wie sage ich zu pflegen, einfach kann jeder. Für den zahlenden Metal-Gast soll es letztlich so aussehen, als sei alles ganz einfach. Deswegen arbeitet hinter den Kulissen ein 20-köpfiges Team, das auf alle Eventualitäten reagiert. Stars wie Helene Fischer, Udo Lindenberg oder Rihanna hat der Veranstalter bereits an Bord gehabt. Wieso also nicht mal Hardrock? Das Geschäft mit Kreuzfahrten boomt schließlich. Event lebt ja davon, dass es ungewöhnlich ist. Und dann ist es halt nur konsequent, dass wir immer nach neuen Ideen suchen, neuen Themen, die sich auf Schiffen umsetzen lassen. Und dann landeten wir halt irgendwann mal bei Heavy Metal. Dann hat es fast 1,5 Jahre gedauert von der ersten Idee und der Kontaktanbahnung mit den Experten, Metal-Experten aus Wacken, bis es dann wirklich zu einer Kreuzfahrt kam. Wacken auf See. Die Macher organisieren normalerweise das riesige Metal-Festival in Norddeutschland. Nun sitzen sie zusammen mit einem Reiseveranstalter in einem Boot. Zwei scheinbar völlig unterschiedliche Zielgruppen. Finanziell ein riesiger Erfolg und eine neue Herausforderung. Es sind einfach andere Dinge zu beachten. Auf einem großen Festival hat man ja, eben keinen Seegang. Das ist ein Teil, aber natürlich gibt es auch Windstärken oder Windwarnungen, Wetterwarnungen. Hier sind andere, die das Interieur zu schützen, also Bodenschutzmaßnahmen, Anti-Slip-Matten unterlegen. So. Das sind sicher Dinge, die für uns neu waren, die wir so nicht kannten. Das hat man auf der grünen Wiese nicht, das Problem. Und man muss hier an Bord alles mit Manpower bewegen. Es gibt keine Arbeitsgeräte, Gabelstapler oder sonst was. An Bord mischt sich das Publikum zusehends. Die Karibik-Urlauber dürfen noch bis zum Nachmittag hierbleiben. Die meisten ziehen allerdings die Flucht vor den bedrohlich wirkenden Neuankömmlingen vor. Doch nicht alle scheuen den Kontakt. Roland Meyer hat eine neue Freundin gewonnen. Rentnerin Ingrid Malmström. Mit weg, weil er dich schmeckt. Ich trinke Bier. Darum bin ich hier. Sollen wir nochmal die Pommesgabel machen? Die Pommesgabel. Guck mal her. Ich hab gedacht, oh Gott, und ich muss bis 16 Uhr hier bleiben. Und ich gehe an die Bar hier und treffe und ihn und noch den anderen netten Herrn und hab gedacht, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Es
Warum habe ich diese Reise nicht gebucht? Wieder ein Song. Are you ready for boarding? Schiff ahoy! And the Jolly Roger! Arte Rocker, ganz sanft. 4 Stunden sitzt die Hamburgerin hier bei der Metallergemeinde. Unter Tränen nimmt sie Abschied. Auch wenn sie nach wie vor mit der Musik wenig anfangen kann, bei der nächsten Metal Cruise will Ingrid unbedingt dabei sein. Für die kommenden 5 Tage gehört das Schiff jetzt den Metalheads. Jetzt beginnt ihre Traumreise. Ehepaar Meyer bezieht eine Kabine mit Seebalkon und unter ziemlich lauter Beschallung geht Managing Director Hanno Mark auf die Suche. Der Auftrag, dafür sorgen, dass hier auch mal Ruhe herrscht. Ich suche jetzt Mute Sockets, die wir installiert haben. Und zwar bringen wir einen Haufen spezieller Beschallungssysteme rein. Und wir haben ein Notalarmierungssystem hier an Bord. Das heißt, wenn der Captain einen Emergency Call ausgeben muss oder so, dass alle auf Musterstation oder wie auch immer müssen, müssen alle anderen Beschallungsanlagen auf Schlag ausgeschaltet werden können. Und dafür gibt es ein spezielles Mute-System hier an Bord. Und ja, da muss ich mal gucken, wo die Buchsen sind, die wir jetzt bauen lassen haben, ob sie auch wirklich da sind. Ah! Mute. Diese 8 Damen und Herren kommen aus dem Spreewald und hätten bei all der lauten Musik an Bord nicht mitbekommen, dass sie zur Seenotrettungsübung erscheinen müssen. Gäbe es nicht die Mute Sockets. Wir kommen nun zur zweiten Gruppe. Hinauslauf in der Second Crew. Gäste in der zweiten Gruppe vom Sammelplatz an die Theater werden zu den Rettungsbooten. 5, 6, 7. Und ein bisschen Leine, ja, das macht uns stolz. Leute, es gibt ein Muss an Bord für die ganze Reise und das ist diese Seenotrettungsübung. Deshalb bitte ich euch, mir mal ein bisschen kurz zuzuhören. Dann kriegen wir das Ganze auch relativ schnell über die Bühne, weil nachher müssen wir noch zu den Booten und versuchen wir, diese Seenotrettungsübung einen Wohlfühlmoment abzugewinnen. Oh. Gut, ne? Okay. Die Seenotrettungsübung kann Leben retten und ist absolute Pflicht für jeden Kreuzfahrtgast. Das etwas ungewöhnliche Klientel an Bord webt die Übung eher entspannt in die eigene Party ein. Für die Crew ein schwieriges Unterfangen. Bei allem Spaß geht es hier um die Sicherheit an Bord. Letztlich wird's dann doch ruhiger. Kurzzeitig. Ich stehe vorne. Ja, okay, ich stehe vorne. Ja, da sind wir wieder. Juhu, juhu, juhu. Wir gehen gleich schwimmen. Normalerweise fahren wir ja mit unserem Spreewaldkahn. Ja, der kann gar nicht untergehen. Der kann nicht untergehen. In einem Notfall nimm, wenn möglich, deine Rettungsweste, warme Kleidung und gegebenenfalls Medikamente mit zu deinem Sammelplatz. Das Schiff fährt los! Das Schiff fährt los! Ja. Mitternacht. Doch noch auf den Notfall vorbereitet, legen die 2000 Metaller ab. Der Alkohol fließt, die Bühnen stehen, alles ist bereitet für den ersten Höhepunkt der Cruise. Das erste Konzert auf dem Pooldeck. Und gleich zum Auftakt eine Metal-Ikone. Die Echo-Gewinnerin, die bekannteste deutsche Hardrockerin, Doro Pesch. Die kurz vor dem Auftritt ein wenig Hand anlegt für den perfekten Bühnenlook. Also ich muss sagen, mein Geschmack ist immer um die Augen schwarz. Und ich finde, es kann gar nicht schwarz genug sein. Wenn ich kein Make-up anhabe, dann fühle ich mich irgendwie nackt und nicht gut. Und wenn ich morgens aufstehe, das erste ist dann der Kajalstift. Haare sind bei Metal natürlich auch immer wichtig, solange man noch welche hat. Viele Männer haben ja jetzt nicht mehr so viel. Also meine Bands, ja, die haben noch schön Haare. Aber es ist natürlich bei Männern manchmal ein Problem. Ja, das ist jetzt mein Dressing-Room. Das ist mal ganz wichtig zum Fertigmachen. Und hier sind meine ganzen Bühnenklamotten. Und das sind meine Lieblingsschuhe, die habe ich schon seit 20 Jahren. Die habe ich damals auch in Spanien gekauft, denke ich, mit meinem Tourmanager. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich keine Show machen. Das sind also meine Magic Boots. Irgendwie haben die so viel Power und gute Energie und ich fühle mich einfach, ja, ready to rock. Schön, dass ihr da seid. Welcome, Crusaders! Wer noch fehlt, sind die Stars des Abends.
Doro Pesch und ihre Magic Boots. Eventchef Lutz Meile sucht beide backstage. Ja. Ist Doro schon da? Ist Doro schon da? Nein. Nein. Hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wie geht's dir? Na gut, gut. Ja? Ja, jetzt erster Gig. Ah. Total. Ja. Adrenalin ist da oben. Ja, wir haben uns alle gefreut, dass du wieder da bist. Ja, ich mich auch. Toll. Ich mach's ja für die Fans und dann kann man sich noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen zusammen trinken. Also so familiär gibt's, glaube ich, nirgendwo. Das ist echt super. Kannst aber auch nicht abhauen. Geht gleich los. Wir befinden uns auf der Cruise und niemand anderes als sonst kann jetzt hier diese Bühne betreten. Gebt mir eine dicke Hand für Doro. Einmal Star, immer Star. Vor über 30 Jahren haben die Fans Doro auch schon zugejubelt. Metaller sind ein treues Völkchen. Wenn man einmal ein Fan ist einer Band, dann bleibt man das für immer. Das ist nicht so, dass man einen Hit gut findet und dann zum nächsten Act wandert. Also zum Beispiel in der Popwelt ist es viel schnelllebiger. Und im Metal und im Rock, also das hält ewig. Und deswegen sind auch immer noch dieselben Fans bei unseren Konzerten, die damals mit uns angefangen haben. Und das ist wirklich so eine eingeschworene Gemeinde. Und wer einmal Blut geleckt hat, der weiß auch die Magic und die Intensität. Es ist was anderes. Bis nachts um drei feiern die Fans Doro und sich, liegen sich in den Armen, trinken ihr Bier. Von zerlegten Bühnen oder wilden Exzessen keine Spur. Laut ist es auf der Metal Cruise, ja, aber die Nacht endet bei aller Lautstärke ruhig. Der nächste Morgen, auf offener See, im Mittelmeer. Kurs Barcelona. Hardrock-Fans zerfallen bei Sonne nicht zu Staub. Auch sie genießen einen perfekten Morgen, entspannen, ganz in Schwarz. Der schwimmende Schwermetalldampfer, ein Ort der Ruhe für ein paar Stunden. Selbst die Biergelage, dezent leise um diese Uhrzeit. Er ist der Mann, der dafür sorgt, dass der Alkohol niemals ausgeht. Oliver Schulz, Hotelmanager an Bord, ist verantwortlich für alles rund um die Themen Schlafen, Essen, Trinken. Letzteres ist auf dieser Reise eine echte Herausforderung. Erste Regel, lasse niemals das Bier ausgehen. Das ist die Verteilerstation. Also von hier aus gehen die Leitungen hoch zur Bar. Wenn man zum Beispiel nimmt, wir haben in der ersten Stunde, also wie die neuen Gäste kamen für die Full Metal Cruise, in der ersten Stunde haben wir 40 Fässer gebraucht. Also da stand wirklich einer nur hier unten, um den ersten Schwung abzufangen und hat dann 40, 50 Liter Fässer in einer Stunde angesteckt. Wir rechnen die fünffache Menge an alkoholischen Getränken während dieser Full Metal Cruise. Bis jetzt gehen die Zahlen gut auf. Die erste Reise war 7 Tage, jetzt haben wir 5, wir haben es runterkalkuliert und bis jetzt alles wunderbar. Am ersten Tag gab es 6.500 Liter Fassbier und 11.000 Dosen Bier. Im Vergleich dazu Wasser waren es 800 Liter. Lagerräume vollgestopft auf 2 Etagen. Für die insgesamt 20 Restaurants, Bars und Lounges an Bord. Für diese Reise gilt, weniger Essen, mehr Alkohol. Viel mehr Alkohol. Das sind die Auslieferungen für die einzelnen Bars. Die gehen dann nach oben und werden dann auf die Bars verteilt. Also hier ist unser Spirituosenlager. Wir gehen auch gerne mal rein. Ja, gerne. Also normalerweise ist es nicht so voll. Das haben wir jetzt wirklich aufgestockt für die Full Metal Cruise. Also von Wodka über Jack Daniels, Baileys wird auch gerne von den Damen getrunken und hinten wird es weitergehen mit Wein. Also das ist auch sehr beliebt momentan. Havana Club liegt ganz weit vorne bei den Mettlern. Man muss flexibler sein an Bord, weil wir jeden Tag in einem anderen Land sind. Wir haben wesentlich mehr verschiedene Nationalitäten, die auf engem Raum zusammenleben. Und man kann halt nicht nach Hause gehen abends und die Tür hinter sich zumachen und dann vielleicht mal für 2 Tage daheim bleiben. Also ist schon anders in dem Sinne. Ein paar Stockwerke weiter oben arbeiten die Gäste eifrig daran, die Lager wieder leer zu trinken. Erster Stopp,
Barcelona. Auf anderen Kreuzfahrten stehen die Passagiere jetzt Schlange, um an Land zu gehen. Die Metal-Gemeinde feiert erstmal an Bord weiter und genießt das Rahmen- und Animationsprogramm, wie zum Beispiel Mambo Kurt. Mambo, 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 Mambo. Metaller verstehen Spaß und brauchen genauso Animationen wie andere Urlauber auch. Mambo Kurt ist in der Szene ein Star, an- und einheitsam. Obwohl der Mann aus Bochum gar keinen Hardrock spielt, ist er unverzichtbarer Teil der Reise. Das ist der Tourmanager von Accept oder das größte Groupie von Accept oder der Bassist von Accept. Ich weiß es nicht. You have wonderful metal hair. Und es ist in der Wärme schon kritisch heute, aber das sind Profis. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen. Es gibt Menschen, die leben die ganze Zeit nur hinten in der Party-Area, im fahrenden Aschenbecher, wie der auch genannt wird. Da gibt es Menschen, die wohnen da eine Woche lang, also die Künstler halt. Und das ist der große Unterschied. Du kommst hier nah an die Gäste ran. Sogar die Leute auf dem Schiff, also die Bediensteten, haben so eine Art Urlaub diese Woche, weil die Metal-Fans halt so entspannt sind. Wenn hier der Service nicht so 104%ig gut ist, dann ist das hier bei einer Metal-Kreuzfahrt egal halt. Und deswegen sind alle ganz entspannt. Alles ist ganz locker hier und super. Und damit das so bleibt, hat der Hotelmanager Bier nachgeordert. Viel Bier. Über 50.000 Liter sind nun insgesamt an Bord. Sicher ist sicher. Ah, this is the new ones, guys. This is the fresh. Is this the new order? The new one. Ja, also wie man hier sehen kann, das sind schon die ersten Paletten fürs heutige Loading. Dann kriegen wir noch ungefähr 200 Flaschen Jack Daniels und ungefähr noch 4.000 Dosen an Softdrinks. Dann haben wir die nächsten zwei Tage auch genug für die Herrschaften. Von all dem bekommt die zahlende Kundschaft nichts mit. Sie feiert mit Mambo Kurt an der Hammond-Orgel. Eventchef Lutz Meile und die Wackenmacher checken nebenan die Bühne für den nächsten Act, Subway to Sally. Die spielen sonst auf riesigen Festivals und auf Megabühnen. Hier dagegen schon beinahe unplugged. Wir machen hier kleine, edle Konzerte und keine großen Shows. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Das ist natürlich der Zeit geschuldet, dem Platz. Und es gibt auch keine Special Effects. Feuer an Bord ist ja nur wo. Das gibt es nicht. Also Pyrotechnik, was man vielleicht von großen Konzerten, von großen Bühnen kennt. Das gibt es hier nicht, das braucht es aber auch nicht, weil es kleine, feine Konzerte sind, wo man direkt neben der Bühne stehen kann und direkt neben dem Künstler stehen kann. Fans. Ein bescheidener Rahmen für ein Subway to Sally-Konzert. Dafür leben die Fans mit den Stars Tür an Tür. Reden, feiern, trinken miteinander. Oder besuchen die Metal-Modenschau. Die Models meist zahlende Kunden. Die schiffseigene Shopping Mall dagegen ist während der Reise ziemlich verwaist. Mit dem Angebot für den Durchschnittskreuzfahrer kann ein echter Metaller nichts anfangen. Den Wellness-Bereich haben die Reiseveranstalter deswegen metalgerecht umgekrempelt. Wo sonst Augenbrauen gezupft und Masken aufgelegt werden, ist ein Tattoo-Studio eingezogen. Ingo Marx ist einer der ersten Kunden. Ich zitter. Hi. Ein Metaller ohne Tattoo, das ist nicht normal. Ingo ist so ein seltener Fall. Ja, ich bin schon völlig nervös. Ich bin Katrin. Hallo Katrin. Ja, ich habe es gewonnen. Und Regina. Ich habe ihm das geschenkt. Ja, super. Ich habe gedacht, er ist ja noch Jungfrau. Ne? Noch nie tätowiert worden, jetzt wollen wir schauen, was es gibt. Super, das machen wir. Jetzt gucken wir mal, wohin. Das klären wir jetzt mal. Schablone habe ich hier schon. Cool. Tätowiererin Katharina sticht an Bord nur zwei Motive. Das vom Wacken-Festival und das der Full-Metal-Cruise. Der Kfz-Mechaniker entscheidet sich für Letzteres. Ich hoffe nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich denke, ich bin nicht schmerzempfindlich. Wenn ich weinen sollte, schalt die Kamera aus, okay? Nee, der ist schon tough. So schnell fällt er nicht aus den Socken. Nee. Ein bisschen Respekt, würde ich sagen, hat man immer davor. Also der geht nicht verloren. Ja. Aber so diese ganz große Angst, die vergeht nach dem ersten Mal. Und das ist eigentlich das, was man dann so... Ingo! 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 Ingo ist der Erste. Die interessierte Metaller-Gemeinde schaut vorbei. Seid ihr das, ja? Bernie, du darfst nichts trinken. Ich trinke auch nichts.
Hör mal, können diese auch lügen? Wenn man diese Freunde hat, braucht man keine Feinde. Ja, aber das ist ja das Schöne an der Metal-Gemeinde, ne? Aber Katrin, wenn du nicht mehr stehen kannst und an der Kabinentür denn, oder erstmal zum Zimmer hingehen möchtest, irgendeiner trägt dich. Es ist egal wer. Irgendeiner trägt dich nach Hause. Das Tattoo hat Ingo gewonnen. Dafür darf er gut 2 Stunden lang kleine Nadelstiche ertragen, während draußen im Sonnenuntergang die Partygemeinde feiert. Und kräftig weiter daran arbeitet, das Bier leer zu trinken. Zur Musik von Onkel Tom, einem der Metal-Spaßmacher auf der Reise. Ein Souvenir, das Ingo sein Leben lang begleiten wird. Es ist vollbracht. Ja, ich hab's geschafft. Und du auch. Feierabend. Feierabend. Tattoo. Jetzt mal anfassen. Jetzt mal anfassen. Das kriegt man nicht wieder ab. Da hast du nichts an den Händen. Das ist dran. Das ist bei Papa dran. Wenn das für euch ist, ich meine, ich werde... Oh, geil. Leck mich am Arsch. Das ist schön, ne? Ein Ding fürs Leben. Richtig geile Geschichte. Erinnert einen dann immer wieder zurück an eine geile Fahrt mit geilen Menschen, mit einer geilen Crew. Und eine Top-Tätowiererin. Ja. Dankeschön. Gerne. Tipptopp. Klasse. Jetzt haben wir uns einen Drink verdient. Der Metaller. Ein ganz eigener Menschenschlag, der hier unterwegs ist. Ein wenig schräg, ausgefallen, aber selten ausfallend. Und die Nacht in Barcelona endet mit viel Alkohol, Musik und bester Laune. Der nächste Morgen, 7 Uhr. Nachtruhe auf dem 30.000 Tonnen schweren Koloss. Anders als andere Kreuzfahrer liegen die meisten Metal-Fans um diese Zeit noch in den Kojen. Die Nacht war lang, die Party hart, der Alkohol floss in Strömen. Für die, die zu tief ins Glas geschaut haben und alle anderen Fälle, gibt es an Bord ein Hospital. Dr. Klaus Merle ist einer von 2 Ärzten an Bord. Zu Dienstbeginn berichtet Schwester Cecile über die Fälle der vergangenen Nacht. Seekrankheit und Grippesymptome wegen der Klimaanlage oder sonst halt, wenn man draußen im Wind gestanden ist, so ein bisschen diese Symptome. Kopfschmerzen sind auch ein bisschen Thema. Ja. Aber es ist jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Wenn ein Patient kommt, rufst du einfach. Ja? Ja? Gerne. Okay. Danke. Seit 12 Jahren fährt Klaus Merle zur See. Immer 2 Monate im Jahr. Dafür nimmt der Werksarzt eines großen Unternehmens extra seinen Jahresurlaub. Die Füße hochlegen ist nicht sein Ding, sagt er. An Bord könnte er nahezu alles behandeln. Von der Notfallmedizin bis hin zur Intensivstation bietet das schwimmende Hospital fast alles. Der Arzt hatte sich im Vorfeld auf lange Nächte eingestellt. Metaller saufen und feiern schließlich, bis sie umfallen. Ein Vorurteil, das fast jeder schon mal gehört hat. Auch Doc Merle. Es wird sehr viel Alkohol getrunken. Das heißt also, es könnte einer mal die Grenze nicht kennen und könnte bewusstlos da liegen, dem man dann helfen muss. Es könnte einer auch stürzen, dass es einen Unfall gibt. Aber das alles haben wir bisher nicht erlebt. Der Durchschnittsmetaller dieser Reise unterscheidet sich vom üblichen Kreuzfahrtpublikum nur äußerlich. Der frisch tätowierte Ingo genießt den Familienurlaub. Zusammen mit Frau Katrin und Töchterchen Juna. Zwei nach oben. An Bord kennt man das Paar mit dem kleinen Kind. Das ist halt eine Familie. Hier kennt jeder jeden. Und so viel sind 2000 Mann dann auch nicht. Ingo! Wo sind sie? Na, ihr geht's? Guten Morgen! Doch, klar! Auch Rocker brauchen mal eine Auszeit. 4 Töchter und einen Sohn hat die Familie. Auf den großen Nachwuchs passen zu Hause in Norddeutschland Freunde auf. Mama und Papa Marx machen erstmalig mit der Kleinen Alleinerholungsurlaub. Nee, Stress ist das gar nicht. Also wir verabreden uns ja zu gewissen Konzerten und einer passt aufs Kind aus, der andere ist dann
ein anderes dann auf ein Konzert. Also das kann man sich schon, man kann das schon arrangieren. Aber nee, Stress ist das nicht. Das macht ja auch Spaß. Ne, du hast ja Gespräche alleine schon dafür oder darüber, dass wir die Kleine mitnehmen. Da sind viele Leute, die fragen, die Fotos machen, die, die dann auch mal die Kleine nehmen und hüpfen mit der durch die Gegend. Das gleicht sich schon gut aus und die sind ja, man hat sie ja alle kennengelernt. Das sind ja alles lustige Typen. Na, Pippi. Frühstücken. Housekeeping. Keine Antwort. Bestimmt keine da. So. Mhm. Alles klar. Während die Familie frühstückt, reinigen Hausdame Ghana Sadikova und ihr Team das Zimmer. 16 Mitarbeiter wuseln allein auf diesem Stockwerk morgen für morgen umher. Das ist Clemente aus Nicaragua und das ist Silvia aus Indonesien. Das ist meine beste Jungs, meine gute Seele. Ich habe mich gefürchtet, dass ich wirklich viel Arbeit habe. Aber ich habe mich so überrascht, dass die Leute ganz freundlich, ordentlich sind und hilfsbereit. Sogar wir haben Gepäckauslade gehabt, sie haben dabei geholfen. Wir haben ganz viel zu tun gehabt. Und die Gäste fragen, wo ist mein Gepäck? Ja, kommt gleich. Wir haben noch viel zu tun. Und sie haben mitgeholfen. Ich war wirklich sehr überrascht. Und die Zimmer sind so okay. Manchmal fangen wir später an, weil die Gäste haben Party vorher gehabt und wollten ausschlafen. Aber trotzdem ist es wirklich kein Problem, Service zu machen. Töchterchen Juna hat inzwischen ihr Rührei bekommen. Familie Marx frühstückt, während das Schiff wieder ablegt. Nächster Stopp, Ibiza. Bis zu 21 Knoten schnell könnte die Mein Schiff fahren. Aber an Bord hat es niemand eilig. Die ohne Außenkabine tanken Sonne auf dem Oberdeck. Doro Pesch genießt lieber die vorübergehende Ruhe auf der Veranda ihrer Suite. Die Stimmung ist grandios, weil die Leute sind eigentlich da so zum Feiern. Das ist also ja, noch schöner als wie ein normales Konzert. Jetzt im Moment, wo wir hier sitzen, ich merke auch den Seegang. Also manchmal ist das ganz schön dramatisch. Das erste Mal, wo ich so eine Kreuzfahrt mitgemacht habe, war ich total seekrank und musste dann auf die Bühne. Also ich glaube, ich war grün im Gesicht, meine Band auch. Das ist also dann heftig, aber da muss man halt durch. Der Mann, der die Rockgröße und die anderen 2000 Passagiere übers Mittelmeer fährt, ist ein Seebär alter Schule. Kapitän Rolf Noack. Hallo, good morning guys. How it looks today? Kurzes Briefing durch den ersten Offizier. Rolf Noacks Job, eher der eines Kontrolleurs. Auf der Kommandobrücke greife er nur in außergewöhnlichen Situationen ein, sagt der Kapitän. Bei extremer Wetterlage zum Beispiel, beim An- und Ablegen manchmal. Ein wenig wehmütig wirkt er, wenn er das sagt. Vieles hat sich verändert, seit er vor Jahrzehnten mit 16 erstmalig zur See fuhr und Schiffe noch nicht vollautomatisiert waren. Man hat die Entwicklung der Technik zu akzeptieren. Also so weit bin ich gekommen in meinem Leben. Natürlich gehen gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten verloren mit der Entwicklung der Technik. Oder besser gesagt, was man früher wissen und können musste, also richtig können aus dem FF, diese Fähigkeiten haben sich verlagert in andere Bereiche. Das Steuern des Schiffes muss der Matrose 1A können. Ich auch noch. Ich steuere das auch per Hand, die letzten Meter. Das sieht nicht so aus wie ein Schiffssteuer. Und damit kann ich den gewünschten Kurs einstellen. Aber ich kann auch das Schiff automatisch auf unseren gewünschten Weg, das ist die rote Linie, der sogenannte Track, von alleine steuern lassen. Eine alte Regel, die auch noch in hochtechnisierten Zeiten gilt: Die größte Kajüte gehört dem Kapitän. Hier erledigt der Chef Schreibarbeiten, führt Buch während der Reise, empfängt Gäste, hält Meetings. Hier schläft er auch. Immer 3 Monate am Stück von Ehefrau und Kindern getrennt. Und doch nicht ganz alleine. Weg hier, jetzt nicht. Ich muss aus meinem Schaf wegmachen. So. Das ist Glücksbringer? Ja. Zeigen Sie mal. Den muss ich immer mitnehmen. Mit Kreuzfahrtpublikum kennt sich der Kapitän aus. Seit Jahrzehnten. Dass er nun eine 2000-Mann-Horde Heavy-Metal-Fans an Bord hat, bereitete ihm vor Reiseantritt schon etwas Sorge. Meine Arbeit hier vorne beeinflusst das nicht. Aber natürlich, was der Passagier ist, was er macht, hat doch einen gewissen Einfluss. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen lauter. Und wenn da eine Band spielt,
dann merken wir schon ein bisschen vibrieren. Aber ich bin positiv überrascht. Hätte es nicht gedacht. Perfekt. Ein sehr höfliches, nettes Publikum. Und es passt. 1, 2, 3, 4, bring! Und hier feiern sie, die höflichen Kreuzfahrtgäste. Nur ein paar Meter vom Kapitän entfernt bringen sie die Kommandobrücke zum Beben. Es singt und trinkt Onkel Tom. Beides beherrscht er in Perfektion. Stars und Fans sind in diesem Moment längst nicht mehr auseinanderzuhalten. Die Benutzung des Pools in Straßenkleidung ist übrigens laut Schiffsordnung verboten. Von den Metal-Fans unbemerkt legt das Schiff unterdessen auf Ibiza an. Das Wetter 18 Grad, es soll ein bisschen windig werden, wechselnd bewölkt, aber es soll trocken sein. Die Spreewald-Reisegruppe, die Gurken on Tour, haben sich für einen Landausflug entschieden. Ihr größter Star heißt UDO, Udo Dirkschneider. Früher mal Sänger bei Accept und der gibt ein Konzert in Ibiza Stadt, auf einer Burg. Da müssen sie einfach hin, die Familie hat schließlich Metall im Blut. Das ist eigentlich unser Lebensinhalt, schon 30 Jahre lang. Ich habe meine Frau beim Heavy kennengelernt, in so einem kleinen Dorf, hat eine Heavy-Band gespielt, in Straupitz übrigens. Ja, damit können sie dann der Heavy. Und seitdem können wir uns das gar nicht mehr ohne Heavy vorstellen. Und ich habe meine Tochter dabei hier, ne? Eben, das beste Beispiel. Ja, Vater und Tochter. Das wird weiterhin gehen. Ja. Ibiza Stadt, 50.000 Einwohner, Hauptstadt der Insel, die als Hochburg der Elektroszene bekannt ist. Für einen Abend gilt das nicht. Schwarz gekleidete Menschen, wohin man sieht. Ibiza im Zeichen des Metal. Wir haben es ja gleich geschafft. Guck mal. Oh, die coolen Nüsse. Ach, ist das schön. Das ist die coolen Nüsse. Ist das schön. Das ist very nice. Schatz, machst du davon ein Foto? Oh, das ist ja. Komm, wir gehen mal hier rüber. Und hier sieht man das Schiff mal in voller Größe. Das ist echt der Hammer. Oder Birgit. Oder Birgit macht von uns vielleicht ein Bild. Wollen wir ein Gruppenfoto machen? Für die an Bord gebliebenen ist Managing Director Hanno Mark Richtung Theater unterwegs. Dort soll es am Abend noch einmal final krachen. Dort, wo schon Entertainer von Weltruf das Publikum mit sanften Tönen verzaubert haben, braucht es für den kommenden Hauptakt vor allem viel Bass. Ja, Freunde, kurze Frage. André hatte mich mal gefragt wegen der Basssituation hier in der Hütte. Ne? Ist ja ein schwieriges Thema so, soundtechnisch. Oh, du sprichst zum Lichttechniker. Kurz vor dem Ende der Reise steht nochmal Bühnenumbau an. Soundcheck. Die Cruise war lang und ist auch an einigen im Team nicht spurlos vorbeigegangen. Inzwischen ist aber viel Routine eingekehrt. Der Laden läuft. Das ist für mich dann eigentlich so der glücklichste Moment, dass wirklich jetzt alles läuft und alle happy sind. Und natürlich der Gast am Ende des Tages sagt, wow, es war schön laut, es war ein guter Sound, es waren tolle Bands da, es hat super Spaß gemacht und das ist für mich genauso wichtig wie alle anderen auch. Ich brauche jetzt nicht, dass ich noch größere Mischpulte, noch größere PA, das ist erstmal egal halt. Das Gesamtpaket ist wichtig, dass das stimmt. Aber für meine Crew gesprochen halt, dass die eben eine Basis haben, auf der sie aufbauen können und dass das funktioniert. Aber ich gucke in die Gesichter, die freuen sich alle, haben Bock drauf. Wer den Landausflug gebucht hat, bekommt richtig großes Festival-Feeling. Fette Bühne nebst alter Burg, wie gemalt für Metal-Fans. Die Vorband spielt und mittendrin feiert sich die Spreewälder Großfamilie aus Lübbenbarm. Nur der Oldie der Reisegruppe geht erstmal shoppen. Aufs Geld schaut Peter Lehnert jetzt nicht. Der Krankenpfleger hat lang genug gespart. Metal ist sein Leben. Koste es, was es wolle. 15. 15, gut. 15, ne? Ja, ist gut. Alles zusammen, 2000. Mit Merchandising, wenn man sowas kauft, dies und jenes, ne? Ein T-Shirt. Ich denke mal. Ja, ja, einkalkuliert, ne? 2000 Euro. Ja, ja, das leistet man sich dann schon mal, ne? Wie oft machst du das? Alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre, ne? Peter geht schon so lange denken kann zu Metal-Konzerten, wenn er es sich leisten kann. Oft zusammen mit Andy, dem anderen Spreewälder Hardcore-Fan. Auch wenn es immer teurer wird, diese Leidenschaft zu leben. Du hast bestimmt mehr wie ich. Ich habe mehr. In den 90er Jahren, da bin ich im Monat drei, vier Mal gewesen.
manchmal auch öfters, da waren die Preise auch noch nicht so. 20, 25 Mark, D-Mark damals. Oder bei Metallica 85 D-Mark. 69 damals in der Deutschlandhalle, ne? Da bin ich zweimal hintereinander gewesen, dann hoch, ne? Wenn es gut war. Ja. Heute sind die Preise etwas höher und da sucht man aus. Für diesen Abend haben sich Peter und Andy UDO ausgesucht. Eine ihrer Lieblingsbands. Eine sichere Investition. Und auch an Bord des Kreuzfahrers erweist sich die Basslage im Theater als durchaus metal-tauglich. Dragon Force begeistert die Massen. Vier Nächte lang Headbanging und Konzerte. Vier Nächte lang räumt die Crew hinterher auf. Dann ist die Party vorbei. Es ist alles viel ruhiger als erwartet geblieben. Die höflichen Metaller haben nicht mal das gesamte Bier ausgetrunken. 28.000 Liter waren es am Ende der Reise. Über 20.000 bleiben übrig. Das Schiff legt wieder in Palma de Mallorca an. Aber kurz vor Ende der Cruise hat ein Passagier noch mal allen Mut zusammengenommen. Norbert, der von allen nur Bärli genannt wird, will seiner Manon einen Heiratsantrag machen. Sie weiß von nichts, als ihr Freund die Bühne betritt. Jetzt fangen die Dinger an zu flattern. So. Ich habe kein Bier. Aha, aha, aha. Ladies and Gentlemen, vor der Band, die da hinten schon in den Startlöchern steht, haben wir noch was ganz Besonderes. Ein junger Mann möchte sich in die ruhigen Jahre begeben, die wilden Jahre hinter sich lassen. Ich bin jetzt seit über 8 Jahren dein Bärli. Und ich hoffe, du wirst meine Bärlierin. Eine echte Metallerbraut wirft so leicht nichts um. Nicht mal einen Heiratsantrag. Stilvollendet, ganz in Schwarz. Die künftige Braut Manon kennt ihren Bärli ganz gut. Nach 8 Jahren Beziehung. Was ich gedacht habe, war, was macht denn der da schon wieder? Wie kommt er da hin? Zu viel Alkohol, wie immer. Und ich habe gedacht, auf der Cruise ist die beste Gelegenheit. Ne? Romantischer geht's doch nicht, oder? Und wo geht die Hochzeitsreise hin? Full Metal Cruise 4. Dieses Event nennt sich Wave and Smile und ist Bestandteil jeder Kreuzfahrt auf diesem Schiff. Die 780 Mann große Besatzung sagt Danke auf der Bühne. Danke, dass niemand das Schiff zerlegt hat. Danke, dass alle so höflich und freundlich waren und viel pflegeleichter als erwartet. Es war toll, sind alle gesund und munter hier. Der Zusammenhalt war toll zwischen Crew. Also es gab eine Hit-Aktion. Am Ende geht sogar der Hotelmanager baden. In Straßenkleidung übrigens. Alles super, wirklich, ganz toll. Viel Energie, war eine tolle Reise, war super. Die Spreewälder schießen noch letzte Erinnerungsfotos. Dann geht es für sie und die anderen 2000 Rockfans von Bord. Ingo, Katrin und Töchterchen Juna haben ihre Sachen bereits gepackt. Das Schiff wird schon in ein paar Stunden wieder ablegen. Mit den nächsten Passagieren. Den üblichen, die mit Metal so gar nichts anzufangen wissen. Es mischt sich langsam. Was die wohl sagen, wenn ich die einfach umarme und küsse? Metal! Kommt ihr auch auf die Metal? Gruß? Helene Fischer. Ja, wir haben Helene Fischer, liebe. Helene Fischer, Andrea Berg. Oh Gott. Ach, das ist eine große Familie, die Metaller. Und das hat man hier wieder mal, hat man wieder mal mitgekriegt. Das ist irre. Es ist einfach nur irre. Also für jeden, der da sich nur annähernd für interessiert, Leute, spart, macht dieses Ding mit. Es gibt nichts Geileres. Wie bei der Ankunft gilt auch jetzt. In wenigen Stunden muss das gesamte Equipment eingepackt und von Bord gebracht werden. Das Team hat inzwischen Übung.
Und da der Reiseveranstalter nun weiß, dass die schwarz gekleidete Metallerhorde den Kahn nicht zerlegt, werden sie wohl noch oft umbauen. Das Traumschiff wird weiter als schwimmende Wackenbühne in See stechen.